Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehrere osteuropäische EU-Staaten haben eine weitere Initiative gestartet, um die Ukraine im Widerstand gegen die russische Invasion zu unterstützen. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien reisten überraschend mit dem Zug in die umkämpfte ukrainische Hauptstadt Kiew. Dort wollen sie Präsident Selenskyj treffen, um ihm persönlich die volle Solidarität der EU zu versichern. Nach Angaben der polnischen Regierung ist der Besuch mit den anderen EU-Partnern abgestimmt. Es ist eine gefährliche Mission, auf die sie sich begeben. Im Zug nach Kiew besprechen die Vertreter aus Polen, Tschechien und Slowenien die hochsymbolische Reise. Stundenlang im Waggon statt mit Flieger und Staatskarosse, mit iPad statt Aktenmappe. Gemeinsam hinein in die umkämpfte Hauptstadt der Ukraine unter Gefahr auch für das eigene Leben. Vor gut einer Stunde ist die Gruppe angekommen. In solch einem bahnbrechenden Moment für die Welt ist es unsere Pflicht, dort zu sein, wo Geschichte geschrieben wird. Denn es geht nicht um uns, sondern um die Zukunft unserer Kinder, die es verdienen, in einer Welt frei von Tyrannei zu leben. Dass es zu so einer Reise kommen könnte, beim EU-Gipfel vergangene Woche im französischen Versailles hatte Polen Kommissionschefin von der Leyen und Ratschef Michel darüber informiert. Gestern Abend dann der definitive Anruf aus Warschau nach Brüssel. Wir fahren trotz aller Sicherheitsbedenken. Die Delegation repräsentiert de facto den Europäischen Rat, also die Staats- und Regierungschefs der EU. Die Reise wurde über viele Tage geplant, aber natürlich streng geheim gehalten. Doch ob die drei Länder wirklich für die ganze EU sprechen, in Brüssel hieß es heute, einen formellen Beschluss, einen Auftrag für die Mission habe es nicht gegeben. Aber wir begrüßen natürlich die Tatsache, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre starke Solidarität ausdrücken gegenüber der Ukraine und gegenüber Präsident Selenskyj. Neben der starken symbolischen Unterstützung sollen Kiew aber auch finanzielle angeboten werden. Die Rede ist von mindestens 200 Millionen Euro. Olaf Bock in Warschau. Was hören Sie vom Treffen in Kiew? Ja, noch hat die gemeinsame Pressekonferenz mit dem Präsidenten Selenskyj nicht begonnen. Aber Solidarität ist das Signal. Und vor allem humanitäre Hilfe wird zugesagt werden. Wir haben es eben gehört, da ist von bis zu 200 Millionen Euro die Rede. Denn vor allem die Zivilbevölkerung leidet unter diesem Krieg. Und der direkte Nachbar der Ukraine, Polen, spürt das schon. Etwa 2 Millionen Menschen sind allein über die polnische Grenze gekommen. Und etwa 300.000 Menschen sind jetzt zusätzliche Bewohner in der Stadt Warschau. Also Solidarität ist das Signal und vor allem wird man in diesen Gesprächen sicherlich auch besprechen, wie angesichts des fortschreitenden Krieges und der großen Gefahren für die Zivilbevölkerung möglicherweise auch Fluchtkorridore geschaffen werden könnten, weiter in Richtung Westen. Wie gefährlich ist die Reise für die drei Regierungschefs? Das ist ganz bestimmt eine sehr gefährliche Reise, denn es sind mehrere hundert Kilometer allein von der polnischen Grenze dann in den Westen des Landes. Und dort hat es ja auch in den jüngsten Tagen Raketenangriffe gegeben. Und dann geht die Fahrt in eine belagerte Stadt. Da ist das Reinkommen eine gefährliche Reise und auch die Rückreise ist insgesamt nur als gefährlich einzustufen. Danke, Olaf Bock in Warschau. Auch am 20. Tag der Invasion haben die russischen Streitkräfte ihre Angriffe und Blockaden wichtiger Städte in der Ukraine fortgesetzt. Allein in der eingekesselten Hafenstadt Mariupol sollen, nach ukrainischen Angaben, seit Kriegsbeginn 2500 Zivilisten getötet worden sein. Hunderttausende sind dort von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Die russischen Truppen kontrollieren mittlerweile große Teile der Ukraine, vor allem im Norden und Südosten, hier schraffiert eingezeichnet. Moskaus Armee rückt auch immer weiter auf die Hauptstadt Kiew vor. Fassungslos stehen sie vor diesem zerstörten Wohnhaus in Kiew. Offenbar ist es bei Angriffen getroffen worden. Eine Reihe von Explosionen hat in den frühen Morgenstunden wieder die ukrainische Hauptstadt erschüttert. Nun müssen die Bewohner mit ansehen, wie ihr Hab und Gut verbrennt. Einige Häuser sind in den letzten Tagen auch durch starke Druckwellen beschädigt worden. Die Menschen sind verzweifelt. Normalerweise hätten wir hier geschlafen. Dann wären wir nicht mehr am Leben. Wir haben Glück, dass die Druckwelle hier durchgekommen ist. Sonst wären wir jetzt wirklich nicht mehr am Leben.
Lange Schlangen vor den Geschäften in Kiew, denn von heute Abend an gilt in der Hauptstadt eine 35-stündige Ausgangssperre bis Donnerstag früh. Die Menschen decken sich noch schnell mit dem Nötigsten ein, nachdem die russische Armee die Angriffe auf Kiew zuletzt verstärkt hat. An vielen Straßen sind inzwischen Barrikaden errichtet worden. Die Besatzer betrachten die Eroberung unserer Hauptstadt weiterhin als ihr Hauptziel, ihren politischen Zweck. Sie hoffen, dass die Kontrolle über Kiew ihnen so die Kontrolle über die ganze Ukraine geben wird. Aber das ist absolut absurd. Dieser Auftritt im russischen Staatsfernsehen gestern hat auch international für Aufsehen gesorgt. Stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen, hält eine Mitarbeiterin in die Kamera. Ein Auftritt in der Hauptnachrichtensendung. Zuvor hatte sie ein Video in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Dafür ist sie inzwischen verurteilt worden, zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 250 Euro. Ich möchte allen danken, die mich unterstützt haben, meinen Freunden und Kollegen. Das waren wirklich harte Tage in meinem Leben, weil ich quasi 2 Tage ohne Schlaf verbracht habe. Sie haben mich über 14 Stunden lang verhört und ich durfte niemanden kontaktieren. Bei der Anhörung vor Gericht hat sie sich als nicht schuldig bekannt. Ina Ruck in Moskau. Russland hat Sanktionen gegen die USA verhängt. Was wissen Sie darüber? Russland hat Einreiseverbote erteilt, und zwar bis ganz nach oben. Selbst der amerikanische Präsident Biden darf jetzt nicht mehr nach Russland reisen. Das hat eine neue Qualität, das ist ein scharfes Geschütz, aber es ist wohl eher eine symbolische Sanktion. Denn wirkliche Wirtschaftssanktionen, harte Sanktionen kann Russland kaum verhängen. Selbst ein Stopp der Gaslieferungen wäre schwierig. Gasförderung ist nicht mal eben schnell abstellbar. Das Gas fließt, das muss irgendwo hin. Und es muss ja auch irgendwie das Geld, was man mit dem Gas verdient, irgendwo herkommen. Deswegen war dieses Einreisegesetz oder dieses Einreiseverbot wohl die naheliegendste Lösung für Sanktionen im Moment. Gab es nach der Protestaktion gestern Abend im russischen Fernsehen noch weitere Reaktionen? Wir haben es eben gehört, es gibt eine Geldstrafe für die Redakteurin, aber das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende, denn sie ist ja bestraft worden für den Aufruf zu Protest. Es ist aber noch nicht geredet worden über das Plakat, mit dem sie dort stand. Da stand das Wort Krieg drauf, das hier verboten ist im Zusammenhang mit der Ukraine. Das Ermittlungskomitee prüft jetzt, ob da möglicherweise noch ein Strafverfahren kommt. Ansonsten gab es interessante Reaktionen hier. Unter anderem haben mehrere prominente Journalisten und Journalistinnen von Staatssendern gekündigt, allerdings aus dem sicheren Ausland. Ina Ruck, vielen Dank. Weitere Informationen zur Lage in der Ukraine gibt es in einem ARD-Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Auf dem Laufenden halten wir sie auch auf tagesschau24 und tagesschau.de. Als Konsequenz des russischen Angriffs auf die Ukraine soll die Bundeswehr mit Milliardeninvestitionen gestärkt werden. Wie es aktuell um die Truppe bestellt ist, das zeigt der neue Bericht der Wehrbeauftragten des Bundestages Högel. Sie spricht von alarmierenden Defiziten selbst bei elementarer Ausrüstung. Um die Bundeswehr wegen der angespannten Sicherheitslage möglichst rasch wieder flott zu machen, müsse die Beschaffung dringend beschleunigt und gestrafft werden. Videos aus dem Einsatz hier in Litauen. Sicherung der NATO-Ostflanke. Die Truppe in Bereitschaft, aber auch für den Ernstfall bereit. Die Wehrbeauftragte überzeugt. Die Bundeswehr ist einsatzbereit. Doch es gäbe Defizite und zahlreiche Beispiele im Wehrbericht. In einer Kaserne kommen auf 90 Soldatinnen und Soldaten 2 Toiletten. Es sei alarmierend. Die Einsatzbereitschaft einiger Großgeräte betrug teilweise nur 50%. Es fehle vieles. Kälte- und Nässeschutz, Helme über Schutzwesten. Ich gehe weiter bis zu Nachtsichtgeräten, Funkgeräte und dann bis zum großen Gerät, also Boote und Schiffe für die Marine, schwerer Transporthubschrauber. Diese Mängel in der aktuellen Lage seien noch verkraftbar, so Beobachter. Landesverteidigung wäre aber schwierig. Eine einsatzbereite Bundeswehr sei ein Trugbild. Wenn ich die Anforderungen niedrig genug ansetze, kann ich die natürlich immer erfüllen. Derzeit die Forderungen der NATO könnten wir erfüllen mit dem Material, was wir haben, aber wir setzen eben alles ein. Die Ampelkoalition plant nun ein Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro, braucht dafür aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, also die Zustimmung der Union. Die, früher verantwortlich für das Verteidigungsressort, stellt Bedingungen.
Wir wollen wissen, was die Bundesregierung denn dann tatsächlich in den nächsten Jahren beschaffen will, um die Bündnis- und Landesverteidigung aufrechtzuerhalten. Offen bleibt die Frage, wie das Geld bei der Truppe ankommen soll. Seit Jahren gibt es einen Investitionsstau. Das Beschaffungssystem gilt als verkrustet. Der Appell der Wehrbeauftragten an Bund und Länder: für kürzere Genehmigungsverfahren sorgen. Bundesinnenministerin Faeser hat heute einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorgelegt. Es gelte, frühzeitig und mit harter Hand einzuschreiten, um die Bedrohung der Demokratie abzuwenden, sagte die SPD-Politikerin. Unter anderem geht es ihr darum, Finanzflüsse rechter Netzwerke zu stoppen und Extremisten Waffenscheine zu entziehen. Auch soll das Disziplinarrecht so geändert werden, dass Menschen mit verfassungsfeindlicher Gesinnung nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten können. Wie brüchig Lieferketten sein können, das haben viele Unternehmen in Europa während der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Chips als Bausteine für technische Produkte, vom Auto bis zum Handy, wurden zur Mangelware. Auch weil die Halbleiter bisher vor allem in Fernost produziert werden. Doch das soll sich nun ändern. Der US-Konzern Intel will in großem Stil Chips in der EU herstellen und hat sich für Magdeburg als Standort seiner Fabriken entschieden. Noch ist es ein Acker, direkt neben der Autobahn südlich von Magdeburg. Doch bald sollen hier zwei Halbleiterfabriken des US-Konzerns Intel entstehen. 17 Milliarden Euro will Intel investieren. Am Standort sollen Chips für Computer, Smartphones oder auch Elektroautos entwickelt und produziert werden. Unser Plan ist es, 7.000 Menschen im Baugewerbe zu beschäftigen und dauerhaft 3.000 Hightech-Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu kommen Zehntausende Arbeitsplätze bei Zulieferern. Die Entscheidung für einen neuen Standort in Europa fiel auch, weil es wegen der Corona-Pandemie Probleme mit den Lieferketten in Asien gibt. Für Magdeburg sollen am Ende die guten Forschungseinrichtungen vor Ort und die großen vorhandenen Gewerbeflächen gesprochen haben. Es wird Intel City entstehen im Sinne dessen, dass wir das gesamte Umfeld Magdeburgs nicht wiedererkennen werden. Es wird eine Sogwirkung geben an vielen, vielen Fachleuten. Die Ansiedlung ist die größte Wirtschaftsinvestition in Deutschland seit 1949. Dass sie in den Osten kommt, zeigt laut Experten eine Entwicklung. Wir hatten so etwas Ähnliches mit Tesla in der Nähe, also bei in Grünheide, toll für die Region da. Wir haben das Gleiche meinetwegen mit Bosch in Dresden gehabt, auch ein Halbleiterwerk. Und wenn jetzt in Magdeburg nochmal sowas kommt, zeigt das eigentlich, Ostdeutschland kann auch Hightech-Produktionen anziehen. Im kommenden Jahr soll mit dem Bau der Fabriken begonnen werden. 2027 könnten dann die ersten Chips in Magdeburg produziert werden. Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen reißt die Kritik am Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz nicht ab. Es sieht weitgehende Lockerungen vor und nur noch einen Basisschutz sowie Hotspot-Regelungen. Einen Tag vor der ersten Lesung im Bundestag äußerten sich auch die Arbeitgeber skeptisch. Einige Bundesländer haben angekündigt, während der Übergangsfrist bis Anfang April strengere Corona-Regeln beizubehalten. Laut RKI liegt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 1585,4. Der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen hat 2021 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Das geht aus Daten des Umweltbundesamtes hervor. Demzufolge stiegen die Emissionen im vergangenen Jahr in Deutschland um 4,5% auf 762 Millionen Tonnen. Im Vergleich zum Jahr 1990 ist das ein Rückgang von 38,7%. Damit verfehlt Deutschland die bereits für das Vorjahr angepeilte Reduzierung von 40%. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 16. März. Hinter einem Tief, das südostwärts zieht, wird es trockener und freundlicher. Sahara-Staubteilchen in der Luft sorgen für eine gewisse Eintrübung. Nach Mitternacht lässt der Regen nach, am Morgen regnet es nur noch in Südostbayern und am östlichen Erzgebirge. Bis zum Nachmittag vorerst letzter Regen im Berchtesgadener Land. Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, Sonne und Wolken. Den meisten Sonnenschein gibt es im Südwesten. In der Nacht plus 7 bis minus 2 Grad, am Tag um die 6 Grad auf Rügen, am Oberrhein bis 19 Grad. Am Donnerstag im Nordwesten, später auch bis in die Mitte, Wolken und etwas Regen. Im Süden und Osten ist es sonnig. Am Freitag noch Regen im Süden sowie in Sachsen. Von Nordwesten setzt sich die Sonne durch. Am Samstag viel Sonne bei einem lebhaften Ostwind. Richtung Südosten ist es mitunter wolkiger.
Um 22.30 Uhr hat Aline Abud diese Tagesthemen für Sie. Rohrkrepierer, warum die einrichtungsbezogene Impfpflicht kaum durchgesetzt werden kann und blühende Landschaften, was sich Magdeburg davon erhofft, europäisches Zentrum für Chipherstellung zu werden.